Freunde, was geht ab? Ich bin's Tim. Willkommen zu einem neuen Video und ich will mich direkt bei Blinkist bedanken, die dieses Video sponsern. Ich werde mit Professor Erb heute unter anderem auch über Überzeugungskunst sprechen. Hab euch unten bei Blinkist ein Buch verlinkt, das dort die 6 wichtigsten Mechanismen, wie ihr Leute überzeugen könnt, beziehungsweise wie Leute versuchen, euch zu manipulieren, wie euch dagegen immunisieren könnt. Blinkist hat über 3500 Sachbücher in seiner Bibliothek, die wirklich auf die wesentlichen Kernaussagen zusammengefasst worden sind, ohne die wesentliche Information zu verlieren. Unter dem Video hast du einen 20% Gutschein. Du kannst Blinkist 7 Tage lang kostenlos testen, wenn es dir gefällt, 20% günstiger holen. Ich kann euch nur empfehlen, das Ganze auszuprobieren und überzeugt euch selbst. In dem Kontext, was ich spannend finde, wie bewertest du da Drogen? Weil meine persönliche Erfahrung ist, ich hab viel gekifft, ich habe viel auch psychedelische Drogen genommen und ich muss sagen, ich hatte häufig auch versetzt, dass ich mal das genommen habe und dann 2-3 Jahre später durch dieses Ereignis auch so einen Effekt, der sehr nachhaltig und sehr tief, profund war, ja, mich verändert hat, positiv. Ja, also Drogen erstmal ist natürlich auch für die Gesundheit schädlich, das wissen wir, glaube ich, alle. Die Packungsbeilage. Ja, das steht auf der Packungsbeilage. Mal gucken, die haben den Nobelpreis bekommen, als sie auf LSD waren und dann die DNA-Helix ihnen eingefallen ist. Ja, ne, und das ist eigentlich auch typisch. Und das ist, ich will das jetzt nicht, ne, ja, wir wollen aufs jetzt Podest nicht stellen. Sagen, ihr müsst alle die LSD nehmen, damit ihr cool werdet. Nein. Oder sowas. Im Gegenteil, aber es ist tatsächlich so, es gibt viele Beispiele, auch von Künstlern, Literatur, wo Drogen dazu geführt haben, dass das Bewusstsein sich erweitert hat, dass man einen neuen Blick auf etwas bekommt, dass das, was man sehr für selbstverständlich gehalten hat, für längere Zeit, was so im Alltag passiert und so weiter, dass man plötzlich einen anderen Blick darauf bekommt. Und dann, ja, auch Kreativität auf diese Weise gefördert werden kann. Also gibt jede Menge einzelne Beispiele. Alice im Wunderland ist so ein Buch, von dem man, glaube ich, doch annehmen darf, dass es unter bestimmten Einflüssen entstanden ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es gibt auch Leute, die sagen, dass viele religiöse Werke unter diesen Umständen entstanden sind. Ja, auch dieses Gefühl, dass man sozusagen transzendiert, dass man sozusagen in die, ja, von dem Alltag wegkommt und so weiter, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch unter Drogen sehr gut funktioniert. Hattest du mal so eine Erfahrung oder kennst du das aus den Büchern? Ja, hattest du mal so eine Erfahrung? Ich glaube nicht, dass ich unter LSD die quadratische Gleichung gelöst habe. Obwohl das auch keine schlechte Idee vielleicht gewesen wäre. Womöglich hat das geholfen, weil ich dann sozusagen einen neuen Blick auf dieses gruselige Problem hatte. Vorher hatte ich die linearen Gleichungen, die hatte ich verstanden. Und jetzt kam da plötzlich so ein qualitativer Sprung. Nee, kann ich jetzt so nicht behaupten. Bin jetzt auch nicht so der Drogi oder sowas. Ja. Bei diesen Bewusstseinserweiterungen, also ja, wie würde man da jetzt als Psychologe rangehen? Weil also ich beispielsweise, mein Verständnis ist, okay, ich habe jetzt 5 Sinnesorgane und diese Sinnesorgane können immer ein Spektrum der Sinnesreize verarbeiten. Das heißt, ich sehe nicht das gesamte Lichtspektrum, sondern ich sehe halt ein Spektrum an gewissen Wellenlängen, ja, die interpretiert mein Hirn als Farben. Ja. Dann habe ich dasselbe mit meinen Ohren. Ich höre nicht das, was ein Delfin hört oder eine Fledermaus. Und auf der anderen, auf der anderen Seite habe ich ja beispielsweise diese synergistischen Effekte, wo dann auf einmal mein visueller Kortex auditive Informationen verarbeitet, wo ich dann, also die Synästhesien, die ich dann habe, ja, auf einmal, wie... Ist das, was du meinst mit einer Bewusstseinserweiterung? Was denkst du, was kann man daraus? Ich glaube eher, dass es die, also wenn ich das jetzt nochmal zurückgehe auf die Künstler oder Schriftsteller, ja, und so weiter, ich glaube eher, dass sie neue Kategorien schaffen. Und das kann man auch auf eine andere Art, wow, und Weise. Ich würde das eher, ja, ich würde das vergleichen auch zum Beispiel auch mit einer Reise in eine ganz andere Kultur. Also jemand, der mal nach Thailand gefahren ist und dann nicht nur am Strand saß und irgendwie nett, ja, schön vorne hergeschaut hat, Kokos oder schöne Frauen sich da ausgesucht hat, sondern der das Land wirklich bereist hat oder andere Kulturen. Das reicht ja oft auch schon, ein bisschen außerhalb von Europa zu kommen und da mal zu sehen. Auf einmal gehen dir Lichter auf, jede Menge. Dann merkst du, was du für selbstverständlich gehalten hast, ist alles andere als selbstverständlich. Und diese Erfahrung, ich glaube, die kann man auch über Drogen dann so bekommen, wenn es um diese Art Bewusstseinserweiterung geht. Aber es ist nicht notwendigerweise so. Also wie gesagt, ich glaube auch, wenn man zum Beispiel eine fremde Kultur kennenlernt, dass man merkt, was selbstverständlich ist und was du für lange, lange immer überhaupt nicht hinterfragt hast. Und ja,
Nee, das ist gar nicht so, wie du immer gedacht hast, sondern das kann man auch nochmal von der anderen Seite betrachten. Und dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, Denkmöglichkeiten. Es ergibt sich auch plötzlich eine Kategorie, die ich vorher nicht gehabt habe. Bevor es weitergeht, eine kleine Unterbrechung von unserem Sponsor Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3500 Büchern in 15 Minuten auf den Punkt. Verständlich und leicht. Ihr könnt euch das Ganze nicht nur durchlesen, sondern auch anhören. Ich beispielsweise, ich höre mir das sehr gerne beim Spazierengehen an, jeden Tag einen, suche mir ein neues Themenfeld. Ihr habt da über 25 Themenfelder von Wissenschaft zu Psychologie, zu Produktivität, zu Unternehmensführung oder generell zum Leadership für einen selbst. Eine krasse Vielfalt an Kategorien, sodass ihr euch wirklich auch mit neuen Dingen auseinandersetzen könnt. In 15 Minuten sehr, sehr viel lernen könnt, glaubt mir. Das Ganze auch mit praxisnahen Beispielen versehen, sodass du wirklich direkt auch diese Tipps in dein Leben integrieren kannst und umsetzen kannst. Wenn das für dich interessant klingt, unter dem Video hast du einen 20% Gutschein. Du kannst Blinkist 7 Tage lang kostenlos testen, wenn es dir gefällt, 20% günstiger holen. Ich kann euch nur empfehlen, das Ganze auszuprobieren und überzeugt euch selbst. Also darüber, dass wie zum Beispiel eine Kultur funktioniert an einer bestimmten Stelle und wenn das woanders auch funktioniert, aber ganz anders, dann habe ich jetzt plötzlich diese Kategorie. Und es ist nicht nur selbstverständlich, sondern ich kann Unterscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wie gut ich mich ausgedrückt habe. Nee, aber, du hast dich sehr gut ausgedrückt. Das mit der Kategorie ist ja nicht nur eine Metapher, sondern es ist, also so fühlt es sich auch an. Ja. Weil, wie soll ich sagen, was ich interessant finde, also um anzuknüpfen, ist, wir haben uns vorhin auch über die Sprachen unterhalten, über Englisch und Deutsch. Weil wir meinten, dass Englisch auch diese Komplexität leichter ausdrückt. Ja. Je nachdem, wie gut man es kann. Ja. Also wäre jetzt mein Empfinden. Ja. Und ich beispielsweise, ich spreche so, würde ich sagen, 3,5 Sprachen. Und da habe ich auch ganz interessante Forschung gesehen, wie auch das vielleicht auf diesen Mechanismus einem ganz neue Denkensstrukturen gibt, weil ich viel in viel größeren, weiteren, nuancierteren Kategorien denken kann. Weil wir selbst das in einem sprachlichen Gebrauch merken. Also wenn ich jetzt mit meiner Mutter Jugoslawisch spreche oder mit Kumpels Englisch, dann sehe ich auch allein schon, wie Humor anders verpackt wird, wie Wörter unterschiedlich kodiert werden, wie auch die ganze Bedeutung anders, die ganze Architektur der Sprache, also auch vom Wort bis zum Satz in der Literatur überall, also auf all diesen kulturellen Leveln. Und wenn man das einmal in der Sprache versteht, dann, glaube ich, macht man genau dieses, wie soll ich sagen, also da habe ich, meine ich, dieses Erlebnis gemacht zu haben, wovon du gerade sprichst. Das ist diese ohne Bewusstseinserweiterung, Drogen. Völlig ohne Drogen. Die Sprache definiert zumindest zum großen Teil, es gibt so ein bisschen Streit in der Wissenschaft, wie weit können wir außerhalb von Sprache überhaupt denken? Die einen sagen ja, die anderen sagen, aber darauf will ich mich auch nicht einlassen. Aber es bedeutet, dass wir sozusagen auch wieder anders denken. Interessant ist übrigens, dass unser Gehirn oft die zweite Sprache mitlaufen lässt. Ja? Ja, ne? Gibt es inzwischen ja auch ganz gute Untersuchungen dazu. Erklär mir das. Also wenn ich jetzt Englisch spreche, läuft bei mir das Deutsche mit hinten gleich mit. Das bedeutet, dass das Gehirn viel zu tun hat, viel zu arbeiten hat. Und das Gehirn ist wie ein Muskel. Ich meine, wem sage ich das? Wenn du den Muskel trainierst, dann ist er richtig gut. Und wenn du ihn vernachlässigst, ist er nicht gut. Also wissen wir von daher auch, dass etwa so viele Sprachen zu sprechen oder zumindest eine Fremdsprache gut zu sprechen und so weiter, uns schützt vor Demenz. Also, krass. Das ist irgendwie, das Gehirn hat immer was zu tun. Und bei mir ist es Englisch, habe lange in den USA gelebt und habe deswegen auch, spreche ich eigentlich ganz so gut Englisch. Und es ist zu erwarten, dass wenn ich Tisch denke, dass ich das englische Table gleich mitdenke und das gleich mit aktiviert wird. Witzig, es geht wieder ähnlich. Geht dir ähnlich, ja. Ne? Ja, manchmal spürt man das. Manchmal nicht. Manchmal, auch wenn man es nicht spürt, läuft dieser Prozess. Ja. Bevor du abschaltest, nochmal zu Blinkist. Über 3500 Sachbücher auf deinem Smartphone. Es kommen ca. 40 neue Bücher hinzu jeden Monat. Falls sich das für dich, mein wissensdurstiger Freund, interessant anhört, dann hast du unten nochmal die Gelegenheit, mit 20% Rabatt Blinkist 7 Tage lang zu testen. B-L-I-N-K-I-S-T. Und Freunde, vielen Dank für das Zuschauen. Vielen, vielen Dank an Blinkist, die vor allem solche inhaltsvollen Videos supporten. Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Deswegen, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann testet das Ganze auf jeden Fall aus. Ich persönlich benutze es schon seit 2 Jahren und ich muss sagen, ich bin wirklich mehr als zufrieden damit. Freunde, vielen Dank, falls das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.